Unser erstes virtuelles Company Meeting für Microsoft Deutschland. Was bedeutet das überhaupt? Wir haben unsere Geschäftsjahresauftaktveranstaltung und die war normalerweise immer in unserer Deutschlandzentrale mit rund 2000 bis 3000 Mitarbeiterinnen und jetzt muss es auf einmal wegen der ganzen Krise virtuell sein. Ja, das war wirklich ein vollgepacktes FY20. Guten Morgen und herzlich willkommen live hier aus dem Foyer in München-Schwabing zum Company Meeting 2020 der Microsoft Deutschland oder wie wir es in diesem Jahr genannt haben, herzlich willkommen zum Microsoft Questival. Du sagst Ideafest. Das ist richtig. Die Kommunikation für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist Winning Hearts and Minds of Employees. Und das war natürlich auch immer so der Grundgedanke hinter der Sache, wie wir dieses Microsoft Questival auch aufbauen wollten. Und das Schönste für mich war wirklich dann zu sehen, als die Kommunikation angekommen ist und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann wirklich festgestellt haben, da kommt was Großes, was Neues, was Virtuelles. Ich bin total eingebunden, weil ich habe zum Beispiel eine Box nach Hause bekommen und in der Box sind Dinge drin, mit denen ich über den Tag irgendwie was machen kann. Und da dann auf einmal auf Social-Media-Plattformen oder auf internen Plattformen zu sehen, hey, die sind wirklich mit dabei, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie haben wir hier gerade einen Zwischenfall. Es ist ein bisschen Tumult hier im Foyer gerade. Sabine, die Türen sind verrammelt. Wie ihr gerade mitbekommen habt, wurde der Alarm ausgelöst und wir sind hier eingesperrt. Mist, Alessandro, ich glaube, es gibt keinen Ausweg. Doch, Janine, den gibt es. Allerdings ist es eine Mission. Die einzige Möglichkeit, für uns wieder rauszukommen, ist, wenn unsere Helden mit dem Helikopter herfliegen und vom Dach sich ins Atrium durchspielen.